Willkommen im Gewerkschaftshaus Nürnberg. Wir sind hier vom Werkbezirksfrauenrat Mittelfranken und stellen Ihnen unsere Ausstellung zwischen Kernspaltung und Currywurst, starke Frauen, die die Welt verändert haben, vor. Wir, das sind Gudrun Frank, Petra Fichtner und mein Name ist Tanja Haas. Ja, wie sind wir denn auf die Idee gekommen, eine Ausstellung zu zeigen, die starke Frauen sichtbar macht? Was meinst du? Ja, wir sind einfach darauf gekommen, wir haben uns schon länger mit Frauen und Macht beschäftigt und haben festgestellt, es gibt viele Frauen, die was gemacht haben, aber nicht sichtbar sind. Da entsteht eine wahnsinnige Datenlücke und wir wollten diesen Frauen gerne eine Möglichkeit geben, in dieser Ausstellung präsentiert zu werden. Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht und haben angefangen, nach Frauen zu suchen. Frauen, die in den verschiedensten Gebieten Großartiges geleistet haben, in verschiedenen Zeitepochen, und sind auf eine Fülle von Frauen gekommen, die man vielleicht gerade mal durch ein Schlüsselloch sehen konnte und die ansonsten aber der Welt verborgen geblieben sind. Einige dieser Frauen wollten wir mit dieser Ausstellung auch ein bisschen sichtbar machen und ehren. Genau, und wir wollten auch diese Frauen zeigen deshalb, weil sie uns auch Mut machen in dieser Zeit, weil sie Neugier wecken, weil sie unseren Horizont erweitern und viel dazu beitragen, dass wir uns eben ein Beispiel nehmen können und auch was machen in die Richtung. Also sie faszinieren uns einfach. Oh. Genau, und wir haben abgeleitet aus unserem Quer vom letzten Jahr, die wir gemeinsam hier im Bezirksfrauenrat denn erstellt haben, Machträume gebildet. Und anhand dieser Machträume haben wir verschiedene Frauen ausgewählt und hier im Gewerkschaftshaus auch ausgestellt. Und das Schöne war, wir mussten uns tatsächlich beschränken aufgrund des Raumes. Wir hatten so viele Ideen, aber konnten nicht alle Frauen dann tatsächlich in die Ausstellung bringen, die bei uns auf der Liste standen. Unseren ersten Überblick, den wir hier geben in der Ausstellung, ist die Summe der Tafeln, die wir hier haben im Gewerkschaftshaus. Einmal im Foyer findet man eben eine Einleitung. Dann gibt es hier eine Sequenz der Wissenschaftlerinnen, eine Sequenz der Region und die Bürgerrechtlerinnen. Im Kips nebenan sind dann auch Tafeln zur Politik ausgestellt. Im fünften Stock finden wir die Erfinderinnen und im sechsten Stock abschließend dann Frauen aus der Gesellschaft. Und neben den Tafeln möchten wir auch noch den Hinweis geben, dass wir neben den Videos, die eine kurze Einführung in die Ausstellung geben, auch eine virtuelle Tour mit anbieten. Der Link steht dann unten hier auf der Seite. Ja, woran machen wir fest, dass Frauen nicht sichtbar sind? Die klassischen Berufe wie aus dem Handel oder aus der Pflege sind heute als systemrelevant anerkannt, aber sie werden nicht wertgeschätzt. Eine Wertschätzung ist auch eine Benennung und eine gesellschaftliche Darstellung. Und einen Beweis haben wir hier in Nürnberg eben da festgestellt bei den Straßennamen. Wir haben in Nürnberg insgesamt über 3000 Straßennamen. Und davon sind die eine Hälfte ungefähr sachliche Namen und die andere Hälfte sind Personennamen. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie viele Männer hier benannt wurden und wie viele Frauen, ist es offensichtlich, dass Frauen irgendwie nicht sichtbar sind. Frauen wurden hier mit 96 Straßennamen bedacht. Aus der Ausstellung selber hier findet man eine einzige Frau, die in Nürnberg eine Straße hat. Nur eine kurze Stichgasse mit 5 Häusern dran, aber zumindest eine Straße ist nach ihr benannt. Also hier im Schaufenster sehen wir Frauen dargestellt, die alles zum ersten Mal gemacht haben, die etwas initiiert haben, die ersten Schritte gegangen sind. Beispielhaft möchte ich zwei Frauen vorstellen, einmal Olympe de Gouges, die schon 1791 die Frauenrechte erklärt hat und an die französische Nationalversammlung gesandt hat,
da diese nur Männerrechte formuliert hatten. Darin steht unter anderem, die Frau ist frei geboren und bleibt es auch. Das war für die damalige Zeit eine sehr, sehr außergewöhnliche Leistung und es war das erste Mal, dass explizit Frauenrechte als Menschenrechte auch erklärt worden sind. Dann möchte ich Ihnen noch vorstellen, Simone de Beauvoir, die meisten von Ihnen werden sie schon kennen, die hat eben zum ersten Mal in ihrem Buch, das 1949 erschienen ist, das andere Geschlecht, das Geschlecht als soziale Kategorie dargestellt. Sie hat im Grunde das biologische Geschlecht und das kulturelle und soziale Geschlecht unterschieden und das war neu in der Forschung, in der Philosophie, in der Soziologie und hat im Grunde, wenn man es weiter betrachtet, später dazu geführt, die heutigen sogenannten Gender Studies, also Geschlechterforschung, zu initiieren. Eine Frau, die ganz viel bewegt hat in der französischen Frauenbewegung und die bis heute, das, was sie geschrieben hat, ist bis heute gültig. Hier im Foyer sehen wir Elisabeth Walter, unsere langjährige Vorsitzende des Werdebezirks Frauenrats, die schon immer engagiert war für die Frauen. Also sie kommt aus dem Handel und kennt jetzt ganz genau die heutzutage als systemrelevant erkannten Verkäuferinnen und die Arbeitenden im Handel mit ihren Arbeitsbedingungen und hat sich immer dafür engagiert, dass diese besser bezahlt werden, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Sie hat außerdem, nachdem sie dann in den Ruhestand gegangen ist, hat sie sich ehrenamtlich beschäftigt, hat die irakischen Frauen in Fürth in einer Gruppe, hat sie Deutschunterricht und hat ihnen die Fürth-Unterstützung angeboten. Dafür hat sie letztendlich dann das Bundesverdienstkreuz bekommen und wir wollen sie hier einfach mal exemplarisch vorstellen für Frauen, die sich in der Gewerkschaft engagieren. Dann möchte ich Ihnen gerne noch Margarete Stokowski im Foyer vorstellen, eine Autorin, Influencerin, die auf Internet, online uns klar macht, dass junge Frauen, sie ist gerade knapp über 30, immer noch ähnliche Probleme haben, wie wir vielleicht schon in den 70er Jahren hatten. Also sie beschreibt in ihrem Buch Untenrum frei, dass immer noch der Aufklärungsunterricht oder die Sexualität von Frauen unterdrückt ist. Sie macht uns aber Mut, sie sagt, wir sollen das öffentlich machen, sie fordert uns auf, Stellung zu nehmen für alle Erniedrigungen und Gewalt, die wir erfahren, dass wir es nach außen tragen und sie lässt sich auch nicht einschüchtern von Bedrohungen von Rechtsradikalen, macht sie weiter und sie sagt, als junge Frau, sie lehnt sich auch an die Feministinnen, das ist ihre Geschichte und das gilt heute noch genauso, wie es jetzt für die jungen Frauen auch gilt.